letzte Woche schon was. Bitte? Das könnte ich also nicht. Kannst du das auch? Machst du das auch ungefähr? Ich habe noch 10 Minuten, dann gebe ich sie dir. Das ist auch ein schneller Mann, den musst du auch aufnehmen. Ein ganz schneller Mann ist das. Der darf nur nicht mit dem Powerwalking anfangen. Ja, genau. Nee, das sieht mir zu komisch aus. Das sieht auch nicht. Das ist auch nichts. Dann nur beim Laufen. Also, ja, genau. Musst du mal ansagen, falls Sie die Zeit nicht erreicht haben, dass Sie die Möglichkeit haben für den zweiten Start. Ne? Ja, klar. Ja. Du musst mal an die Seite gehen. Die Möglichkeit hat ja jeder. Ja, nee, einmal reicht mir. Ich hoffe, ich kriege nicht ganz an die Stufe. Ich habe letztes Jahr ganz verkehrt gelegen. Ja, oder dann? Ja. Ja, ich habe jetzt relativ viel angegeben, weil der heute Nacht noch mit Benjamin telefoniert und sagt, oh, da geht's mit den Augen. Aber ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich hab jetzt 13 Minuten 50 angegeben. Ja, ich habe die ganze Zeit. Ja, ich hab nach dem Telefonat 13:30 angegeben. Ja, weil er sagt, ja, denk daran, da geht's noch 250 Meter. Nein, da ist ein kleiner. Das kommt nichts. Das ist ein bisschen billig. Ja. Da ist Berlin. Gib dir mal die Uhr. Der läuft ja der Korridor.
zwei Minuten hier stehen. Ja, Kurve. Wenn du so weit bist, dann können wir auch starten. Und dann los. Ja, das ist der. Mama, das ist der Papa. 143 143. Da kommt der nächste. 258. 258.
zu laufen, aber. Ja, ja, geht also. Ja, okay. Was bin ich denn gelaufen? Das sag ich dir gleich. Das ist erst noch die. Ist gut. So, da bist du soweit? Wenn du bereit bist, dann können wir starten. Okay? Los! Ich hab noch nie. Ich starte, ne? Sollte drin sein, ne? Na bitte. So, 205 ist die Startnummer. Ich habe drüber gelandet. Knapp 8. Ja. 9,18. 3,12. Ich verlaufe auf der Verlangt einiges ab. Das gleiche noch. Ja, gut.
Ja. Du musst es in 30 Stunden schaffen. Ja, ja. Jungs, die unser Team, die hat zwei Wochen vorher eine Tabelle gemacht, wann, wo, welche Zeit. Und da ist ein Mädchen mit. Hau auf mit dem Scheiß. Erstmal bin ich der Älteste, ich gebe den Takt an der Langsamste und nicht andersrum. Und naja, als es dann soweit war, dann ist die nächste Aufgabe, die ich da konnte. Und da gibt es kein Steuerergebnis dann, man muss komplett als Team reinkommen oder kann einer ausfallen? Einer geht, drei. Also, drei müssen wir. Der Steig ist 1000 Euro oder was? Nee, du musst einmal 2000 Euro Spenden sammeln für Ochsen. Ja. Und das super, Conny, perfekt. Pro 50 Euro. Nur noch die letzten paar Meter, hier ist schon mit Waffe. Das ist sehr toll. Und das ist Team hier. Ich hab's doch gar nicht verdient, er hat das verdient. Auf jeden Fall zu sicher bleiben, weil das ist nicht so. Das kann aber nur bedeuten, dass ich da genau! Genau! Aber Alter, ich kann verdienen. Ich bemühe mich! Ja, früher hatte ich immer mit dem Sohn und meinem Kind. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Anspruch. Und fahre ich ein bisschen mit Fahrrad. Einmal im Jahr mache ich das Rennen mit. Bis jetzt habe ich immer geschafft, noch nicht Letzte zu werden. Ja, klasse. Das Zeit fahren. Ja. Ja, da kommt dann natürlich auch, weißt du, ich habe da natürlich nicht so ein Haltegrad, das ist so ein Abgedanke von meinem Neffen. Mit Starrahmen noch. Ja, den kenne ich, das ist nicht übel. Der hat doch, ich wollte mal fragen, hat dir dein Opa das Rad auf dem Sterbebett vererbt? Ja, ja, sowas. Wie gesagt, das Rad hier wird locker und solange das jetzt geleitet ist, das kann ich da auch nicht so gut haben. Aber so ja, manchmal sind ja wirklich Sprüche da, weil die sind die wenigen. Ich weiß, letztes Jahr in Minden, 10.000 Meter Bahnlauf gemacht mit Vereinskollegen. Da ist einer bei, der ist zwar jünger wie ich, aber der ist halt, nicht der Schnellste, aber er gibt sich Mühe und kämpft sich durch. Und er war nun Letzter, die anderen waren schon alle im Ziel. Und dann riefen die Zeit genommen haben, sollen wir es nicht ausschalten, eine Lampe lassen wir dir an. Und der hat nicht ganz gut Spaß gemacht. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber das war ein bisschen schwierig von dem alten Notebook die Urkunden da zu extraportieren. Aber wir fangen jetzt mit den Sonderehrungen an, weil das ist das Wichtigste von allem. Jüngster Teilnehmer im ganzen Feld, der kleine Konrad. Einmal bitte hier vorne hin. Einmal bitte hier in der Mitte. Du bist ja der Wichtigste von allen. Hier einfach mal in die Mitte stellen. So andersrum drehen, dass man dich auch sieht, fotografieren und unser Maskottchen nochmal. Halten wir mal rein. Schön weit nach unten, genau. Und gib dir auch und schön hier stehen bleiben, nicht weglaufen.
jetzt der älteste Teilnehmer, das ist Gerhard Bockermann. Wo ist Gerhard Bockermann? Gerhard Bockermann ist Jahrgang 1946. Das sind knappe 61 Jahre unter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, unter Konrad. Und wir haben hier dieses auch schöne Sportbrille Halbtuch von Heft in Schwarz. Ja, super. Dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt hier noch den mit der weitesten Anreise. Ja, so klar. Das könnte Gerrit Reine sein. Gerrit Reine, einmal bitte. Mach und tut mal wohl. Danke fürs Kommen. Du hast natürlich auch ein Halstuch, aber damit das alles so schön passt in Weiß. Also in Rot, in Schwarz. Schwarz war im Alter fast schwarz am besten. Rot, weil ich wusste, das Kind kommt in Tos Eintracht. Und Weiß, weil ich wusste, Marathon Club Walsrode hat weiße Vereins. Ja. Okay, dann mache ich noch ein Bild von euch. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die Genehmigung für nächstes Mal ist schon da. Ja? 1.11.2016, wenn ihr nochmal wollt, alle drei in Freistand. Ja. So. Der ist ja gleich wieder dran. So, wir kommen zum zweiten Teil unserer Siegerehrung. Erstmal vielen Dank nochmal, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Wir haben uns viel Mühe gegeben, alle im Verein die Organisation gut zu managen. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden. Vor allen Dingen möchte ich mal Benjamin Fritsch als unseren Vorsitzenden mal besonders hervorheben. Der hat alle Fäden in der Hand gehabt. Ich denke mal, das ist ein Applaus wert. Ja, natürlich dann unseren Leichtathletik Obmann, Markus Bartkowski, der gerade im Hintergrund. Dicken Applaus für Markus. Und natürlich alle anderen auch. Es geht los. Wir hatten insgesamt 14 Teilnehmer und Christopher Andreas Wolf mit einer Abweichung von 8 Sekunden und als einziger Doppelstarter herzlichen Glückwunsch. Dann geht's weiter. Alle hier stehen bleiben. Reine. Okay. Alle hier stehen bleiben, in so einer Reihe. Du kannst mal da. Gerrit Reine mit einer Abweichung von 25 Sekunden. Ja, einmal daneben bitte. Dann der Leichtathletik Obmann dieses Vereins, Markus Bartkowski. Eine Abweichung von. Traurig. Dann geht es weiter. 11. Gesamtplatz, Christiane Schwedt. Da ist die Urkunde. Meiner Spaß ist nicht mehr dabei. Dann geht es weiter bei Bernd Fiedler auf den 9. Platz mit einer Abweichung. So, ja. Sebastian Vogel, 8. Gesamtplatz, eine Abweichung von 2,19. Herzlichen Glückwunsch. So, dann geht es weiter. Johann Bargel, 7. Platz, Abweichung 2,12. So, dann geht's weiter. Bei unserem Vorsitzenden Benjamin Fritsch, der 5. Gesamtplatz, die Abweichung 59 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir noch weiter rein, wenn wir die Pokalsiegerehrung machen. So, mit dem 4. Gesamtplatz Gerhard Bockermann. Hier am Kleinhaus, Abweichung 46 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Und wir kommen jetzt zum 3. Platz. Den 3. dann hier, den 2. hier, den 1. hier und die anderen Ära noch davor und dann machen wir so ein Gesamtbild. Wir freuen uns. Gabriele Schulte, Marathon Club Walsrode. Hat den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Kommen. Dein Pokal vom heutigen Tage. Und dein 10 Euro Einkaufsgutschein von Runners Point Deutschland. Wow, toll, danke. Wir kommen zum 2. Gesamtplatz. Konrad Kottmann von TuS Eintracht. Das ist schon wieder. Weil jetzt kriegst du Silber, nächstes Mal ist Gold, ne? 15 Euro für neue Schuhe.
So, wir kommen zur Goldprämie. Julian Alexander Fischer. Und zwar, erster Platz, Abweichung 6 Sekunden, komm näher. Du hast den Gesamtlauf insgesamt. Das ist helfen. 20 Euro Runners Point. Wahnsinn. Und die Goldtrophäe. Wenn ihr jetzt noch was gekriegt habt, auch hier vor, alle hier vor. Bernie, setz mal hier vor und dann machen wir dann den. Gerhard macht das Bild. Weil du musst ja mitbringen. Genau. Alles abgestanden. Alles abgekasert. Gekauft. Ja. Jetzt gehört noch mal mit drauf für das Video. Ja. Alles gut. Dankeschön. Alles gut. Ich mache noch eins. Alles klar. Gucken, wer noch da. Also, muss weg. Bye-bye.